spielen heute Royal High. Und zwar spielen wir den Pageant, aber nur mit kostenlosen Items in Royal High. Falls einer von euch vertraut ist mit dem Spiel, wisst ihr, dass es quasi unmöglich ist, den Pageant mit kostenlosen Items zu gewinnen, weil die Leute immer für die Sachen voten, die super viel Geld gekostet haben. Aber heute stellen wir uns der Challenge und ich werde mein Bestes geben, okay? Ich werde euch nicht enttäuschen. Wenn ihr neu hier seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann sind wir hier auch schon in unserem Apartment in Royal High. Wie wir alle wissen, ist der Wettbewerb auf der Sonnenuntergangsinsel. Darf ich nur mal anmerken, dass auf Deutsch alles so viel schlechter klingt als auf Englisch. Sunset Island ist so viel hübscher. Um am Wettbewerb teilzunehmen, unterschreiben wir einmal hier. Zack, zack, zack. Richtig, Ronja. Das bin ich, by the way. Und dann nehmen wir uns einen Namen. Wir sind Fräulein und wir kommen aus Solaria, habe ich beschlossen. Oh, unser Thema ist schon Vampir versus Werwolf. Okay, das ist nicht so einfach. Lass uns erstmal einen neutralen Hintergrund finden. So, was haben wir denn? Es gibt ein einziger Rock, der umsonst ist. Das ist Midnight Mademoiselle. Das ist dieser Rock hier. Ich glaube, damit ist es einfacher für Vampir zu gehen als für Werwolf. Das heißt, wir nehmen jetzt den Rock und wir machen ihn, ich würde tendieren zu einem dunklen Rot. Oh, oder vielleicht ein dunkel Lila. Lass uns mal gucken, was wir so haben. Oh, okay. Totenköpfe, maybe? Okay, ich habe mich jetzt für dieses Muster übergangsweise entschieden, falls ich was Besseres finde. Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht ganz niedlich, aber das sieht ein bisschen komisch aus. Okay, wir nehmen jetzt dieses Rote mit dem leichten Muster. Es tut mir leid, dass ich mich hier fünfmal umentschieden habe. Färbung abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch ein Oberteil. Und dann gucken wir mal, was Rot-Schwarz so zu bieten hat. Oh, das sieht sehr weihnachtlich aus. Okay, das heißt auch irgendwie Christmas irgendwas. Das finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Das fused auch ganz okay mit dem Rock. Dann hat das so ein bisschen Abendkleidstimmung. Oh, 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 oh. Oder vielleicht sowas. Das hat so ein bisschen Bluttropfen. Ich sag, vielleicht nehmen wir das. Aber das hat diesen komischen Gürtel. Wir haben den Sieger. Ich hoffe, 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 das ist in Ordnung. Zum Glück sind Haare und Make-up kostenlos. Schuhe haben wir keine, aber das ist kein Problem, weil wir haben den langen Rock. Okay, outfitmäßig können wir hier leider nicht mehr so viel ändern. Aber keine Sorge, denn wir haben noch einige Minuten und wir müssen jetzt irgendwie eine Haarfarbe finden, die gut für uns funktioniert. Vielleicht können wir es mal mit... Oh, nein, 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 nein. Was ist, wenn wir für sowas gehen? Das ist relativ wild. Mit so Bluttropfen? Ich sag, das gibt mir irgendwie vampirische Stimmung. Dann machen wir die Gems unten und ganz unten auch immer tiefer rot. Und wir wählen... Ich sag, dunkle Haare sind wahrscheinlich vampirischer. Gehe ich für ganz schwarz? Aber lass uns erstmal gucken mit mehr Haarfarben, ob wir hier vielleicht was Hübsches finden. Obwohl, mehr Haarfarben kostet Geld. Das Ding ist, technically sind es keine Outfits. Ich denke, weil sonst hätten wir auch den Midnight Mademoiselle Skirt nicht benutzen dürfen. Den kriegt man ja, wenn man mehr Designs kauft. Das heißt, ich denke, Haarfarben sind noch okay. Und ich persönlich finde das hier nämlich ganz gut, dieses Graystorm. Das gibt uns so ein bisschen Grau. Ich denke, das ist gut. So, wir haben noch 3 Minuten. Das heißt, mit einem perfekten Gesicht können wir das Ganze hier natürlich zu einem schönen Outfit zusammenbinden. Ich hätte gerne was mit roten Augen. Das ist eigentlich sehr süß, aber gibt mir noch nicht, ich bin ein gruseliger Vampir. Oh. Oh mein Gott, das wäre so gut, wenn das nicht so komisch abschneiden würde. Oh Gott, nur noch 1 Minute. Okay, wir haben einen Gewinner. Das hat so kleine Zähnchen. Ich denke, das ist gar nicht schlecht. Und ich glaube... Oh, Hautfarbe, Hautfarbe, Hautfarbe. Lass uns die noch ein bisschen heller machen. Ich will nicht ganz weiß, aber ich möchte, glaube ich, die hier, um zu zeigen, dass wir ein Vampir sind. Und dann ist das hier unser finished Outfit. Ich sage, es ist gar nicht so schlecht dafür, dass wir hier eigentlich nur kostenlose Items benutzt haben. Ich bin sehr zufrieden. Das sieht gut aus. Hä? Vielleicht haben wir tatsächlich eine Chance. So, und der Pageant fängt an in 5, 4, 3, 2, 1... Und let's go! Guten Abend, meine Damen und Herren. Dieses Thema des Abends ist Vampir versus Werwolf. Ich bin Adam, dein Gastgeber für die Nacht. Wir werden einen speziellen Kandidaten auswählen, der zum Mikrofon aufsteigt und eine Frage beantwortet. Oh, ich hoffe, die nehmen mich. Okay, leider ist jemand anders ausgewählt worden. Wie magst du es, getröstet zu werden, wenn du traurig oder stinkig bist? ich werde gerne abgelenkt, tatsächlich. Aber das bringt nichts, weil wir müssen ja nicht antworten. Okay, sie antwortet auch nicht. Sie hat keinen Kopf. Wir sehen mich ja hier im Hintergrund.
So schlecht sehe ich gar nicht aus. Die meisten sind wohl auch für Vampir gegangen, nicht für Werwolf. Vampir ist natürlich nicht schlecht, weil man braucht keine Flügel. Oh mein Gott, wir sind dran! Miss Solaria, das bin ich! Wenn du die Kraft hättest, eins von diesen Problemen zu stoppen, was würde es sein? Welthunger, Kriege oder Bullying? All are really bad, but I would stop wars. Ich habe gesagt, wir wollen keine Kriege, wir sollten alle lieb zueinander sein, dann können wir uns vielleicht schon mal ein paar Sympathiepunkte einsammeln. Die anderen antworten auch beide nicht, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Der eine hat sich hier Vampir genannt, der hat sich Werwolf genannt. Gar nicht dumm. Oh, die sieht auch so süß aus, der kleine Werwolf. Okay, ich hoffe wirklich, wir haben hier eine Chance. So schlecht ist mein Outfit gar nicht. So, jetzt ist es Zeit, auf den Laufsteg zu gehen und dich nicht von deinen Posen abzuheben, was? Okay, wir müssen jetzt hier überzeugen. Es kommt jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen drauf an, wie die anderen voten. Das heißt, das ist die erste, Upsi Daisy, die, ich weiß nicht, warum ich nie raus kann. Die ist für Werwolf gegangen auf jeden Fall. Oh, das sieht gut aus. Ist es denn alles so viel besser als meins? Ich kann es nicht mehr einschätzen. Was sagt ihr? Habe ich eine Chance? Oh, okay. Lisa ist nicht schlecht. Viele Vampire haben Flügel. Ich sehe warum, weil Vampire kommen ja auch viel aus so Fledermäusen. Aber es gibt leider halt keine kostenlosen Flügel, deswegen durfte ich keine benutzen. Okay, hier sind wir. Schnell, Emote. Windy Stroll. Nein. Hier? Okay, wir haben es auf jeden Fall versucht. Das ist okay. Wir sehen okay aus. Okay, mein aktueller Favorit ist natürlich dieser Mantel. Der sieht natürlich absolut super aus. Der hat perfekte Vampir-Vibes. Das heißt, wir bewerten jetzt. Oh, okay. Warte mal, das Werwolf-Outfit ist gar nicht schlecht. Ich werde hier nach rechts bewegen. Hoppala. Ihr werde ich eine Rose geben. Die sieht wirklich gut aus. Hier, ich bin kein großer Fan von der kleinen Kopfästhetik. Und wir geben noch eine Rose an Lisa und an sie hier. Damit haben wir unsere Rosen verteilt. Jeder darf drei verteilen. Ich hoffe wirklich, 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 wir schaffen es aufs Treppchen. Das wäre so super. Und die Bewertungen sind beendet. Okay, jetzt ist die Zeit der Wahrheit gekommen. Auf dem dritten Platz gewinnen sie 400 Diamanten. Glückwunsch, Miss Fifi. Okay, die sieht nicht schlecht aus. Da sehe ich auf jeden Fall, warum es ein dritter Platz geworden ist. Zweiter Platz sind 600 Diamanten. Okay, ja, die sah wirklich gut aus. Oh, mit den schwarzen Rosen und der Strumpfhose. Und auf dem ersten Platz für 1000 Diamanten. Oh, okay. Ohne Mist, ich glaube, ich hätte Lisa eher auf dem ersten Platz gesehen. Aber auch nicht schlecht. Sehr antiker Vampir. Die schwarzen Rosen scheinen so ein bisschen der Mainstay zu sein. Wir haben es nicht aufs Podium geschafft. Aber keine Sorge, weil wir kriegen 200 Diamanten und 50 XP fürs Teilnehmen. Ich sag, wir haben hier unser Bestes gegeben. Wir sind quasi ein Vampir. Dafür, dass alles kostenlose Items sind, bin ich gar nicht so unzufrieden. Das Kleid sieht aus wie Rosenblätter, okay? Das ist gar nicht bad. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr nochmal eine Royal High Challenge sehen möchtet. Dann war's das mit dem heutigen Video. Schaut unbedingt beim Merch vorbei. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.